Mein Name ist Sonja Vogt, ich bin von Scherz. Wir haben hier einen Landwirtschaftsbetrieb. Ich habe 3 schon fast erwachsene Kinder, fast 19, 16 und fast 15 sind die 3. Wir bewirtschaften, beziehungsweise mein Mann vor allem, bewirtschaftet 36 Hektar Land. Wir haben verschiedene Betriebszweige. Dinkel, Raps, wir haben Zuckerrüben, dann haben wir Verarbeitungsgemüse, Bohnen, Spinat und Erbsen. Wir haben eigene Weihnachtsbäume und wir betreiben einen Wärmeverbund. Meine Aufgabe auf dem Betrieb sind verschiedene Sachen. Ich habe vor allem den Innenbereich ist meine Aufgabe. Das Haushalten, das Kochen für die ganze Familie und die Sachen, die halt zum Haushalten gehört. Draussen unterstütze ich meinen Mann mal, wenn man etwas muss jetten, wenn man etwas muss noch einmal holen. Meine liebsten Sachen sind draussen. Wir haben einige Obstbäume, die verarbeite ich Produkt verarbeiten, Zwetschgen, Äpfel, getörte Äpfel, getörte Zwetschgen oder auch Gomfi. Meine Leidenschaft und auch mein Beruf ist, ich bin Lehrerin, Oberstufenlehrerin, WAH-Lehrerin, das war früher eine Hauswirtschaft, hat seit dem Lehrplan 21 einen neuen Namen bekommen und es ist auch etwas anderes geworden, ist WAH und ich gebe Englisch auf der Oberstufe schon seit sehr lang am gleichen Ort. Ich habe einen kleinen eigenen Betriebszweig. Das ist meine Brotbacherei. Ich habe einmal in der Woche mein kleines Hofläden offen und verkaufe dort selber gebackenes Brot. Dort hilft mein Mann sehr fest mit. Alleine könnte ich es nicht machen. Ich backe Holzofenbrot. Das ist so ein bisschen das Kerngeschäft von dem Brotbacken und ich biete noch verschiedene andere Brotsorten an. Das ist mein Brotsortiment. Ich biete verschiedene Sachen an in meinem Hofläden. Holzofenbrot, auch Dinkelbrot, Knäbeli. Ich bin früh aufgestanden und habe die ganze Nacht gebacken, damit ich jetzt frisches Brot anbieten kann. Wir sind hier bei mir im Garten. Mein Garten ist einer meiner Lieblingsorte. Und zwar aus dem Grund ist es einer meiner Lieblingsorte, weil hier meine Blumen wachsen. Mir gefallen die Blumen. Ich probiere immer so ein bisschen Blumen anzusehen, wo ich dann wirklich auch Sträuss machen kann damit. Ich bin gerne im Garten. Ich schaue gerne der Natur zu, wie sie etwas produziert, wie etwas wächst. Ich habe in meinem Garten vor allem Blumen. Ich habe auch Gemüse und wir freuen uns selbstverständlich, wenn wir immer etwas aus dem Garten nehmen kann, Gemüsiges. Aber ich habe probiert in den letzten paar Jahren vor allem mich so auf Blumen spezialisieren. Ich habe über all die Jahre jetzt, lohne ich meine Blumen immer wieder versäumen im Herbst und warte im Frühling, was kommt vor. Kennen sie dann auch relativ gleich, wie sehen sie aus, die kleinen kleine Blümchen und weiss dann, das lasse ich stehen, das reisse ich jetzt gleich aus und je nachdem tue ich dann etwas dazu sagen. Ich koche jeden Tag, ich muss jeden Tag etwas kochen, aber ich darf auch jeden Tag etwas kochen. Ich koche immer noch sehr gerne und sage immer, ich weiss gar nicht, wenn ich all die Sachen noch möchte oder soll ich kochen, die ich alle im Kopf habe, die ich mal noch ausprobieren und machen möchte. Bei der Landfrauenküche mache ich mit, weil wie mir diese Sendung total gut gefällt. Und das ist so wirklich die Sendung, die ich schon immer schaue und geschaut habe. Und jedes Mal über all die Jahre denke ich dann, da könnte ich auch. Jetzt mache ich es auch mal. Und dann habe ich mich beworben. Wenn man sich bei der Landfrauenküche bewirbt, muss man 3 Menü eingeben, wo man gerne machen möchte, wo man dann eins ausgewählt wird, wo man dann auch macht. Und ich bin auf mein Menü gekommen, indem ich umeinander studiert habe, was habe ich denn, wenn das stattfindet? Im Garten,
was gefällt mir selber zum Essen. Man muss unbedingt können, dass, oder selber das gerne haben, was man kocht. Wie sieht es farblich aus? Ich habe mir verschiedene Sachen überlegt, wo ich dann das Menü ausgesucht habe. Ich habe das Menü oder sicher einzelne Komponenten von diesem Menü manchmal geübt. Ich habe wieder mal jemandem gesagt, hey, willst du mich auch essen? Kannst du ein Probeessen machen? Und die Warteschlange von Probeessen ist riesig. Also es würden noch viel mehr Leute kommen, Probeessen.